Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ja, heute aus einer Stilikone aus Schwabing, den ehemaligen Rossini, Restaurant Mediterranee und so weiter und so fort. Also wirklich eine italienische Perle mitten in Schwabing ist jetzt die L'Osteria geworden. Komplett kernsaniert nach 6 Monaten, strahlt es jetzt wirklich, man weiß gar nicht, ob neu oder alt. Absolut cooler Retro-Style mit einer riesengroßen Terrasse. Ihr solltet es auf jeden Fall mal besuchen. Ich zeige es euch jetzt hier schon mal und gleich auch noch ein Interview. Neben mir habe ich jetzt den Inhaber und wir stehen da sozusagen in deinem Lieblingsrestaurant jetzt, oder? Absolut. Wie kommt es denn dazu? Reiner Zufall. Es wurde uns angeboten und dann habe ich mich an den Film Rossini erinnert und dann habe ich gemeint, so eine coole Location, die muss ich haben. Und dann haben wir uns die geholt und haben was ganz Besonderes gemacht, was ganz Schnuckliges, was, glaube ich, in ganz München noch nie so jemand gesehen hat. Wie trennt man als Geschäftsmann sozusagen die Wirtschaftlichkeit mit der Sympathie der Location? Wenn man Eigentümer ist und machen kann, was man will. Und niemand Rechenschaft schuldig ist. Genau. Und dann tut man einfach Vollgas geben, wie man ja hier sieht, ne? Absolut, dann muss man einfach mal die Eier zusammenkneifen, wenn man es so sagen darf, Augen zu und durch. Und das haben wir gemacht. Aber ich glaube, am Ende des Tages lohnt sich das Risiko. 6 Monate ist ja wirklich für Gastronomie schon eine lange Umbauzeit. Wie geht man da mit der Sache um? Was sind für Überraschungen gekommen? Ich glaube, vorhin hast du ein bisschen was erzählt gehabt. Vielleicht kann man das so in einem Satz zusammenfassen, was so die Highlights der Lowlights waren. Also wie gesagt, es war ein Restaurant vorher drin, früher war das Rossini drin. Ich habe seit 35 Jahren die Gastronomie und ich glaube auch seit 35 Jahren wurde hier noch nie was gemacht. Also an den Sanitäranlagen, an den Lüftungsanlagen, also es war eine Katastrophe. Wir haben eine Wand aufgemacht, haben nicht ein Problem zugemacht, sondern haben 2 neue Probleme gefunden. Und das hat es einfach so hinausgezögert und auch ein bisschen die Kosten hochgetrieben. Aber am Ende des Tages haben wir jetzt eigentlich fast einen Neubau hier hingestellt. Sieht zwar nicht so aus, aber es ist wirklich hinter die Kulissen technisch auf dem aktuellsten Stand und deswegen hat es so lange gedauert. Die Terrasse ist ja in Schwabing jetzt nicht unbekannt, aber wie lange habt ihr die Terrasse denn offen immer abends? Bis 23 Uhr, länger dürfen wir nicht. Das ist eine ganz normale Fleischhangfläche, das ist im Gesetz ja so. Also hier vor allem, hier ist eine Wohngegend. Also wir hoffen, dass wir so bis 23 Uhr nie Probleme kriegen werden und dass sie nicht irgendwann eine Sperrzeitverkürzung bekommen, weil es zu laut wird. Lass uns überraschen, wie unsere Nachbarn uns da entgegenkommen oder auch nicht. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Wir wissen, dass wir ein Ziel haben, eben heuer 130 Jahre Jähringer Weißbier. Und zu diesem Thema wollten wir auch einen Film bringen, der das einfängt. Und dann setzen wir uns im Haus zusammen. Wir machen sehr viel kreative Arbeit selber im Haus.